Baz Luhrmanns Großer Gatsby war einer der gehyptesten Filme der vergangenen Monate und an den Kinokassen ziemlich erfolgreich. Kritiker werfen dem Film jedoch vor, Tiefgang in der Story zugunsten visueller Effekte zu opfern. Grund genug, sich die ein wenig genauer anzusehen, dachte sich wohl auch der Leiter der Effektabteilung Chris Godfrey. Er hat dieses Video bei Vimeo hochgeladen. Das zeigt, wie sehr der Große Gatsby erst in der Postproduktion entstanden ist. In den meisten Fällen wird auf dem Set mit Blue- oder Greenscreens gearbeitet. Später werden die grellen Farben dann aus der Einstellung entfernt. An ihre Stelle treten am Computer erstellte Bildelemente, darunter sogenannte Matte Paintings, quasi gemalte Kulissen. Bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts übrigens tauchten Zeichner von Matte Paintings nicht im Abspann auf, weil das Schummeln den Produzenten peinlich war. Heute jedoch sind die Künstler wahre Stars, die ihren Beitrag am Film nicht verstecken müssen. So wie Chris Godfrey und sein Team beim Großen Gatsby.